Um eine Erfolgsgeschichte geht es jetzt auch im nächsten Beitrag. Seine Begeisterung für Laubsägearbeiten hat einen Kärntner Tischler im Lesachtal zur Kreation von einzigartigem Trachtenschmuck inspiriert. Aber alles schön der Reihe nach. Die Wintertage im Kärntner Lesachtal sind kurz. Viel Zeit, um sich mit Muse einem Hobby zu widmen. Am Lukaser Hof in Kornath oberhalb von Birnbaum verwandeln sich einfache Sperrholzplatten in filigrane Kunstwerke. Für den gelernten Tischler Johannes Obernosterer ist Holz ein gewohnter Werkstoff. Zur Laubsägearbeit fand er mit ein bisschen Verzögerung. In der Schulzeit hat mein Lehrer zu mir immer gesagt, bei diesen Arbeiten, Hans, lass das bitte sein, weil mach irgendwas anderes, das gelingt bei dir nicht. Und dann habe ich irgendwann einmal meine alten Sachen herausgekramt, die habe ich mir aufbehalten. Dann habe ich mir die angeschaut und irgendwie haben sie mir gar nicht so schlecht gefallen. Dann habe ich mir gedacht, das könnte man irgendwie perfektionieren. Und dann habe ich mir elektrische Laubsäge gekauft und dann ist es losgegangen. Gearbeitet wird hauptsächlich nach eigenen Ideen mit heimischen Hölzern. Das wichtigste Material ist ein ziemlich stabiles Sperrholz, was man da braucht. Gute Sägeblätter, feine Sägeblätter und eben was Wichtiges ist, eine ruhige Hand braucht man dazu, weil sonst geht beim Schneiden gar nichts. Buche, Birke oder Pappelholz werden mit der Laubsäge veredelt. Das Kreuz war so quasi mein Gesellenstück, auf das bin ich besonders stolz. Das hat über 800 Innenschnitte und das war eigentlich ein Monatswerk. Und auf das bin ich wirklich stolz. Doch wie es so ist im Leben, ständig ist man auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Ja, grüß dich, Günther! Servus, Hans. Da, was sie da gefunden haben, mit denen kannst du sicher was anfangen. Ja, freilich, Günther, kann ich damit was anfangen. Hirschhorn ist ein sehr harter Werkstoff. Doch durch die jahrelange Erfahrung, die er mit seinen Laubsägearbeiten gesammelt hat, gelingen Johannes Obernosterer kleine Kunstwerke. Mit dem Schleifen bekommt man dann einzigartige Farbnuancen heraus. Das ist eine tolle Sache. Trachtenschmuck der besonderen Art. Das mache ich sehr gern, ja. Ich bin auch sehr viel heraus. Wenn die Tage kürzer sind, da sitze ich mir am Abend gerne raus in die Werkstatt und arbeite heraus. Den prachtigen Materialmix ließ sich der Lesachtaler jetzt sogar patentieren. Ja, haben wir das vor 2 Monaten patentieren gelassen. Laut meinen Recherchen gibt es in Österreich niemanden, der sowas macht. Es gibt schon viele, was mit Hirschhorn arbeiten, aber ich bin der Einzige mit der Kombination Hirschhorn und Holz. Die abwechslungsreiche Kollektion kann sich bereits sehen lassen. Ein Wunsch wäre noch der Kontakt zu anderen Kunsthandwerkern. Denn die kleinen Kostbarkeiten bergen noch Potenzial für vielfältige Variationen. Schöne Trachtenbänder brauche ich, damit das eingefasst werden kann. Das wäre mein Ziel. Und in weiterer Folge möchte ich noch probieren, mit so Edelsteinen das Ganze ein bisschen zu veredeln. Jede freie Minute verbringt Johannes Obernosterer in seiner Werkstatt und tüftelt an neuen Kreationen, die in Zukunft die Trachtenwelt erobern sollen.